bin so nervös, dass mir jetzt auch noch heiß wird. Aber aus einem speziellen Grund. Viele wissen es, also wir haben ja dieses Jahr sehr, sehr wenige Konzerte eigentlich gespielt, weil wir im Studio waren. Wir haben ein neues Album aufgenommen und haben somit nur wirklich ganz vereinzelte Konzerte rausgepickt. So wie heute. Und ich bin so froh, dass wir das gemacht haben, wirklich. Das Album ist auch schon fertig. Also es steht quasi in den Startlöchern, Ende September kommt es raus. Aber vielleicht hat der ein oder andere schon mitgekriegt, seit gestern gibt es die Single. In ein paar Jahren heißt sie. Und heute ist quasi Live-Premiere. Vielleicht in ein paar Jahren mit einem Koffer voll Geschichten, die erzählen, wer wir mal waren. Wie es begann, als alles neu war, alles hell und unbekannt. Wir sind gefallen und lernten laufen, sind der Zeit davon gerannt. Wurden das erste Mal verlassen, waren jung und waren verliebt. Wir lernten Liebeskummer hassen, wussten nicht, dass es das gibt. Wir müssen nicht verändern, wer wir waren. Weil der Kopf vor Wände rennt. Und manchmal hat er Zufall uns eine zweite Chance geschenkt. Und mit ein bisschen Abstand und einen Schritt zurück sind kleine Katastrophen ein Teil vom Mosaik. Wir müssen nicht verändern, wer wir waren. Wir lassen unsere besten Tage strahlen. Doch das ist erst in ein paar Jahren.
mal Bahn unserer Geschichte sein. Doch das ist erst in ein paar Jahren, in ein paar Jahren.